Moin Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir haben heute Ostermontag und ich dachte, 4 Stunden vor Kollabo-Ende wird es Zeit für ein Opening, dass wir nochmal ein bisschen die richtigen Monster sammeln zu Ostern, hoffentlich. Letzte Möglichkeit für die Witcher-Monster auf meinem Main-Account. Das heißt, wir gucken heute mal ein bisschen, haben ein bisschen Beschwörungsunterstützung hier an der Seite. Deswegen rede ich so seitlich ins Mikrofon, weil das jetzt so zwischen uns steht. Hallo? Steht was zwischen uns. Da Gott. Da steht was zwischen uns. Ich würde jetzt mal so anfangen, die mystischen Rollen zu öffnen, möglichst mit Button. Und die Premium-Rollen geht dann zu der Dame, die dafür engagiert wurde, was zu ziehen. Gar kein Druck. Ich hätte Geld. Nein. Wir haben noch gar nicht über die Vergütung gesprochen. Okay, ich hätte das nicht sagen sollen. Wir starten einfach rein und überhören das mit der Vergütung und gehen rein in die Summons und hoffen wir, dass wir jetzt was Neues bekommen. Aus den Witcher-Sachen ist bei mir auf dem Main-Account bisher nur Ciri in Wind und Triss in Feuer gekommen, wenn ich mich recht entsinne. Also alles, was da noch ein bisschen Net5-mäßig ist, wäre schon ziemlich cool. Oder eins der neuen Net5s. Wir haben auch noch eine Transrolle am Start. Wir haben 22 LDs, wenn ich es richtig gezählt habe. Einiges an Wasserrollen, die ich angespart habe, weil Wasser ist das, was hier auf dem Account sehr viel fehlt. Ja, außer Kitsun, die vielleicht eher nicht so. Genau. Vielleicht werden die ja gebufft im nächsten Balance-Patch. Weißt du's? Die wurden ja schon gebufft und sind eigentlich auch deutlich besser geworden. Das nutzt die trotzdem keiner. Nutzt die nur niemand. Ja, es ist, ja. Leute wollen immer die verschiedenen Net5s haben. Das ist immer spannender. Wahrscheinlich. Wenn kommt, was die als Net5s machen würde, würden. Oh, was geht jetzt los? Nee, das ist. Wir haben hier den O-Moment. Das sind hier O-Openings. Aber gut, zu Ostern kann man auch mal ein Opening machen. Ah ja. Weiter geht's. Lassen wir einfach. Die weiß ich gar nicht. Die habe ich schon. Okay, diese Dockebys. Auch die Dockeby Lords hätte ich gern. Also den Wind habe ich schon, aber der an Feuer ist ja aktuell in der Arena ziemlich geil. Gegen dieses ganze getankige Zeug, was man so schwer töten kann, wenn man das runterdotten kann und die Max-HP zerstören, wie mit dem Passiv von dem Dockeby Lord in Feuer, dann wäre das schon ziemlich cool. Gehen wir weiter. Du hast den in Wasser, ne? Ja. Du hast den in Wasser, ich hab den in Wind. Feuer fehlt. Mir auch. Bei dir auch, ja. Oh, endlich mal ein Collabo-Lightning. Das ist eine Wind-Yennefer. Ich habe die in Licht schon mal gezogen im Rahmen der Collabo. Aber eine Dark Ciri wäre mir heute lieber. Kannst du da was machen vielleicht? Nur wenn du die Dark Ciri-Brille aufsetzt. Ah, die Cringe-Brille meinst du? Eieiei. Weiß hat nicht. Ja letztens ganz geklappt. Ja, stimmt leider. Hat man 4 Series gezogen? Ja. 4, ne? Alter. War das bei wem war das? Chefgott. Bei Cheffe, ne? Stimmt, ja. Stimmt. Ich dachte gerade bei Chaos, aber das war, nee, war Chefgott. Ich glaube, bei Chaos haben wir auch Series gezogen. Ich habe auch eine. Was haben wir hier? Harmonia. Eine Celia würde ich auch nehmen, by the way. Also, so für die Arena-Defense. Alles klar. Den Blick. Die wird trotzdem angegriffen. Ich habe auch eine Celia drin und werde trotzdem angegriffen in der Rush Hour. Ja, nee, also das außer von Sei Shizu. Außer von Sei nicht, der. Der war sich nicht sicher, was passiert. Was du für einen Account hast. Das ist der Schokoritter, da haben wir schon 8000 von. Die ist aber die bessere Bastet geworden mittlerweile. Vielleicht kommt der Trüffel. Trüffel wäre auch gut, kein Druck. Das ist ja deiner Job, dann die Premium rollen, ne? So. Ich kann aber nur LD5s. LD-Net5s. Ja, das ist auch. Also, ich nehme auch eine LD-Net5. Also, jetzt. Zweiter Akroma oder was? Ne? Also, nee, bitte nicht. Also, ey, doppelt. Oh, ja, wirklich, Leute, die Dupes ziehen in LDs, das wäre also echt belastend. Das ist noch eine Yennefer. Ist zumindest ganz nice. Jetzt aus dem Skill-Up-Event habe ich jetzt meine Triss da reingeschmissen. Doch. Ach nee, du kannst ja, man kann ja, glaube ich, gar nicht mehr changen, oder? Weiß ich gar nicht. Ich hab beide Triss reingeworfen: Feuer und. Feuertriss und Windtriss. Die Windtriss vor allem zum Testen. Normalerweise hätte ich meine lichte Yennefer da reinschmeißen sollen, aber ich dachte mir, die spielt eh keine. Ja, normalerweise will man auch in dieses Net5-Event auch die Monsterfamilie nehmen, wo du garantierte Net5s nur hast. Also so die Geralt-Familie zum Beispiel. Aber ich habe halt nur den Wasser-Geralt und der ist mir halt einfach kackegal so. Der ist halt einfach ein PvE-Monster. Ich habe den da reingeworfen, aber nur, weil ich kein anderes habe. Ja gut, dann hast du ja keine andere Wahl. Ja. Kannst du übrigens dein Lager mal aufbauen? Wir können mal lagern. Oh, wir haben wieder maximale Lagergrenzen erreicht. Itempakete, okay. Und hier geht's mal wieder rein in... Ach nee, das war das falsche Lager. Komm schon selber auf meiner eigenen Insel nicht mehr klar.
So, einmal rübergeschoben und weiter geht's. 204, ich glaube, es müssten so ungefähr 500 Rollen sein. Was hatten wir vorhin gezählt? Ich weiß es nicht. 700. 700? Na, insgesamt. Mit allem, was du so hast. Na dann, ach stimmt, ich habe einiges an Wasserrollen auch noch angespart. Ah, Yennefer und Wind, jetzt haben wir ja einige davon. Chasun aber auch ganz wichtig. Weiß zwar nicht wofür, ich aber... Ich auch nicht, also... Ich glaube, die Chasun ist manchmal auch nur dafür da, die Skillers für die anderen zu sein irgendwie. Also Chasun ist mittlerweile so aus der Mode, glaube ich. Aber die hat mir tatsächlich auf meinem 1-2-Account hat die mir ganz gut weitergeholfen im Beast. Ja, im Windbeast, ne? Ja. Da kann die gut sein, ja, das stimmt. Okay. Aber das Ding ist halt, du musst halt die dann auch ausskillen. Nö. Okay, hat du musst... Gemacht. Okay, dann... Hat doch so funktioniert. Vielleicht geht's auch so, na gut. Gewöhnlich muss man die Himmelstänzer ausskillen. Aber für Driftbeast... Reicht ja, wenn du einmal hochheilst so oft und dann dazwischen, wenn du in der Zwischenzeit tot ist, dann ja. So, was kommt hier jetzt? Jetzt ist das ist Wuchi, der ist auch nicht so schlecht tatsächlich für TUA. Aber, und der hat sogar Skill-Ups aus 3 Sternen. Haben wir hier, die sind für Anfänger nice, die Twins. Oder eine davon, Chakram. Was haben wir jetzt? Also mit den Dingern weiß ich auch so gar nichts anzufangen. Hypno-Miaus, die sind so... Du könntest mit Celia vielleicht irgendeine so Hypno-Miau-Kombo machen, ja, aber... Mit Arcano. Mit Kakano und Bombay. Arcano heißt ja nicht... Gibt es da nicht ein Pokémon, das Arcani heißt oder so? Ja. Ich dachte gerade. So, Riesenkrieger. Davon haben wir auch schon genug. Brauchen wir nicht noch mehr. Ich glaube, ich habe mittlerweile 3 Riesenkrieger gebaut. Plus Trasar. Trasar ist der Dunkle. Kung-Fu-Girl haben wir hier, wundervoll. Aber du slackst ganz schön, was hier los? Ja, kommt nicht, wa? Ja, du musst ja alles für dich, du ziehst ja wieder in die richtigen Net5s einfach. Oder überhaupt mal welche, wäre ja auch schon mal schön. Also eigentlich, wir hatten, ne, wir sind jetzt schon 200 Rollen ungefähr runter, ne? Weiß nicht. 250. 250 sogar? Ja, oh, ich könnte, 250 waren's. Könnte man Net5 kommen, was? Weil ich glaube, davor die ganzen Rollen war ich ziemlich lucky, was Net5s angeht. Also sowohl zu Weihnachten... Und ich glaube, wir hatten jetzt ja auch am Anfang der Kollabo beschworen. Da war es, glaube ich, auch schon ziemlich viel in kurzer Zeit. Also bin ich mal ruhig und hoffe eigentlich, ich hoffe auch auf 4 Sterne so Kollabo-Sachen. Die wären auch ganz nice. Aber Button hast noch an. Ich hoffe ja. Also ich glaube schon. Guck nochmal. Ja. Ist noch an. Mhm. Erklärt, warum du keine Net5s ziehst. Ja, die Beschwörungstheorien hier. Nicht Verschwörung, sondern Beschwörungstheorien. Einige funktionieren. Kannst du nichts gegen sagen? Oder er hat nicht, ne? Also ist halt... So. Weiter geht's. Aber siehst du, ein Net5 kommt auf jeden Fall. Ah ja, jetzt vielleicht? Nee. Barbarenkönig. Nee, aber du hast so eine Transrolle. Stimmt, achso, du meinst die Transrolle. Ja, ich dachte jetzt aus den mystischen Rollen. Nee. Dass du mir da schon was verraten kannst, dass da eins kommt. Dass du wieder mehr weißt als alle anderen. Naja, laut Rechnen müsste eigentlich eins dabei sein. Ja, eigentlich. Statistisch gesehen... Müssen wir eins ziehen. Aber es ist die Frage, ob du die Statistik selber erstellt hast. Nee. Gut, dann ist es schlecht. Muss ich selber erstellen, die Statistik? Ja. Und fälschen am besten direkt. So. Wir haben Doppel-Drunken Master. Das passt ja auch so ein bisschen zum Osterfest manchmal, wa? Da hat man auch so doppelte Drunken Master schon. Also, weiß ich nicht. Meinst du in dem Eierlikör? Ja, da ist manchmal der Eierlikör, ist mehr Likör als Ei drin. So. Aber jetzt dürfte ruhig mal Net5 kommen, mystische Rollen. Wie sieht's aus? Nee. Nee, Sonnet. Die ist nicht so nett. So. Auch an Ostern kommen die schlechten Jokes. Weiter geht's. Immer noch nicht. Müsste ein Ladekreis kommen, irgendwie langsamer, wa? Ja. Robo haben wir schon beide ausgeskillt. Ich habe den Dark und den Wind. Ich glaube, Feuer weiß ich nicht, ob ich den ausgeskillt schon habe, aber... Ja, aber den nutzt man doch auch nicht. Nee, ist eher so ein Anti-, also so ein Gegenspieler-Monster, Counterpick-Monster so. Rakshasa. Glaube, weiß nicht, da kam, glaube ich, auch noch irgendwie eine in der Halle der Helden, ne? War es die Licht oder die. Nee, Dark war schon? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dark war schon. Dark war schon, ja. Weiß ich nicht. So, das war ja unspektakulär. Toll. Dann ziehen wir jetzt ein paar Monster. Wir machen hier, ich bin jetzt hier ohne Hände. Hast und du einen Wunsch, womit ich anfangen würde? Achso, ich muss nicht hingehen. Dadurch, dass wir kein Blessing haben, ist es ziemlich wurscht. Fangen wir einfach genau mit Wind an und dann bin ich mal gespannt. Wind hast du ja schon. Wind Siri habe ich, ja genau. Die wäre jetzt nicht gut. Geralt wäre nice. Geralt. Aber ist das nicht auch der
Geralt, wo man eher oh. das Lager mit befüllt? Ja, der ist nicht so geil, ja, der ist nicht so toll, aber vielleicht wird er noch gebufft. Also ich meine, die haben ja einiges von den im letzten Balance-Patch, der letzte Balance-Patch war ja so wie ganz, ganz merkwürdig, da haben die ja einige der Kollabo-Monster noch nicht angefasst. Also vor allem die Geralt-Familie wurde so komplett außen vor gelassen, so nach dem Motto, als ob die fein wäre. So. Die ist halt alles andere als fein. Aber gut. Bis auf, ich glaube, Licht-Geralt ist ziemlich gut. Feuer ist, glaube ich, okay. Wasser für den PvE-Content nice. Aber der Rest ist halt... Ja. Wieso ziehen wir eigentlich alle Forsters doppelt? Gibt's die? Ja. Gibt's nur drei? Ja, willkommen auf meinem Account. Das ist das Ostergeschenk. Oh! Jamir haben wir schon. Du wolltest ein Ostergeschenk haben. Da kommt der Drache und legt dir ein Ei. Warte mal, das ist gar nicht so schlecht, to be honest. Ich habe Doppeltablo. Jetzt habe ich Doppeltablo Jamir. Aber ich glaube, kann ich das in BK benutzen? Bin mir gerade unsicher. Nehmen wir erstmal mit. Sehr gut. Erstes Net 5. Ich wollte gerade einen Zähler hochmachen, aber wir sind ja gar nicht auf Twitch. Wir sind ja auf YouTube hier. Oh, es gibt doch noch ein neues Net vor. Cichlid. Die neu. Die habe ich doch schon. Die ist auch, glaube ich, gerade HOH seit heute. Achso. Aber erstes Net 5 aus den Elementrollen. Die normalerweise gönnen die so gar nicht bei mir, habe ich den Eindruck. Mystische Rollen manchmal und auch diese Scamstones, die sind immer ganz gut bei mir, aber. Wir haben jetzt richtig viele Elementrollen. Ich erwarte mir eigentlich einiges aus dem Wasser, muss ich ehrlich sagen. Soll ich dir Wasser holen? Da fehlt eine Menge. Also mir fehlt Alia, mir fehlt. Wollen wir mal gleich. Kannst ja gleich nochmal mit reinschauen, wenn du jetzt weggesammelt hast. Nochmal in den Pokédex haben wir gar nicht reingeschaut, ne? Was da noch so fehlt. Können wir nochmal ganz kurz für die Leute da draußen, was fehlt mir denn noch so an Monstern? Schau da mal rein hier ins Element. Jetzt haben wir noch Feuer und Wasser offen, lass mal da reinschauen. Also da jetzt hier im Feuerbereich. Ja. Diese Sortierung. Ja, du hättest hier wechseln können. Da würde ich da gerne den Doggybee in Feuer haben. Ich glaube, ich würde gerne Nora haben. John würde ich gerne haben. Douglas, der, das ist so die vier Wunschmonster. Was mit Pörner? Pörner ist mir egal. Den Pörner braucht niemand. Wow. Ja. Und im Wasserbereich. Sortiert doch um. Wasserbereich Adriana habe ich schon. Die sieht ja nur fehlend aus. Zibala würde ich mitnehmen, glaube ich. Zibala ist nice. Alia wäre nice. Manon habe ich nicht. Habe ich nicht, aber brauche ich auch nicht. Minato? Ah, weiß ich nicht. Bin nicht so ein Minato-Freund. Camilla wäre noch was. Ja. Camilla, die ist das älteste Monster, aber ist noch nicht auf meinem Account. Windbereich ist ja jetzt so gut wie durch. Ich meine, wir können mal für die Statistik. Aber Charlotte, ne, einfach mal wieder reinwerfen. Das ist ja auch so ein ganz altes Monster, was nicht auf meinen Account schafft. Azibala und Charlotte wäre schon wild. Jetzt haben wir Jamir gezogen. Naja, mal gut. Das ist so ein bisschen. Ja, das war's dann auch. Ja, mehr brauche ich doch gar nicht. Also Layla könnte man noch überlegen für RTA. Den Mephisto habe ich in dem 10x10 Event drin. Ansonsten sieht Wind echt gut aus, aber. Krass. Ja. Gut. Ja, und bei LDs brauchen wir nicht gucken. Da ist eh nichts. Da ist Trüffel wäre geil aus den Dark. Also ein LD Net 5 erwarte ich hier aus den 20 Rollen da eh nicht. Let's go für Doggybee Lord. Go, go, go. Oder Douglas. Schon direkte Wünsche. Ja, man muss ja auch klare Forderungen hier stellen, dann kommt was. Weißt du, ich habe schon den Wunsch erfüllt, dir ein Net 5 zu ziehen. War übrigens nur eine Verarsche, der ist gleich weg. Ich hätte vielleicht konkreter sein müssen mit Non-Dupe Net 5. Aber du wolltest doch Devilmons haben. Ja, ich habe tatsächlich gesagt, wenn wir was doppelt ziehen, schmeißt das in Devilmons rein und nicht in LD-Siri. Ja, nehmen wir mit, Skillups, Fire-Siri, hat ja auch ein Dungeon-Team. Wer das Dungeon-Team noch nicht kennt, können wir mal das Video an der Stelle verlinken. Das lohnt sich mal zu gucken. Speed-Team im Drachen, falls man keinen Waffenmeister in Wasser hat. Da kann man auch Siri nehmen. So, was haben wir hier? Samurai. Mir wurde letztens erzählt, dass der Wind-Samurai funktionieren soll im BK. Deswegen hast du auch heute 3 oder 4 gezogen. Mit Orochi zusammen. Da war ich auch erstmal völlig perplex. Was für ein Ding? Aber gut, Siri, nehmen wir mit. Weitere Siri. Ich glaube, aus Feuer können wir jetzt noch Feuer-Geralt ziehen, ne? Wir haben noch 3 Rollen. 3 Rollen, also das ist ja für dich gerade so ein Schnitt. Ah. Siehst du, da kam auch ein Lightning, habe ich ja gesagt. Ah, mindestens eins noch drin, ne? Okay, die Wasserrollen sind jetzt das nächste. Wir werden nochmal zwischendurch hier aufräumen. Wundervoll. Einmal Klick und dann Klack und zurück. Und jetzt Wasser, Wassermarsch kann man sagen. Ich nehme ja auch jede Art von Gladiatorin, also diese Kassandras in Wasser.
euch noch Skill-Ups. Nö, also einfach gar kein Druck so. Jede Art von Cassandra-Skill-Up nehme ich mit. Aber wir kriegen, glaube ich, eher Samurai und Jungfrauen hier, mehr Jungfrauen. Jungfrauen kriegen wir auch, okay. Okay. Oh, wie schlecht. Nee, aber gerade die die Cassandras, ich habe ja die Dunkle gezogen, die in Feuer, die in Wind, die brauchen alle Skill-Ups, aber ich habe gar keine Lust, da Devilmons reinzuwerfen, weil... Du hast keine. Ich habe ja keine. Die sind alle woanders im Betrieb, die Devilmons. Ach, Sonnet, stimmt. Was Ordentliches. Bitte ziehen Sie was Ordentliches. Und wenn ich dir jetzt Viva-Shell ziehe, brauchst du Skill-Ups. Ja, die kann man ja fusionieren. Wow. Würde ich mal, bevor ich da rein devil. Oder, also ich würde hier natürlich auch bestehende Sonnets hier reinfeeden, keine Frage, aber... Aber wenn es nicht reicht, würde ich sogar noch fusionieren. Kein Wunder, dass du keinen Progress machst. Ja, stimmt. Ja, wenn es nach dem Arena Rush geht, dann definitiv. Arena Rush fühlt sich ja derzeit richtig scheiße an, Junge, Junge. Kann man froh sein, wenn man Gold wird, wa? Also ich bin easy Gold geworden, nachdem ich in Gold war. Sagt die liebe Lucifer-Spielerin. Hä, ich hätte gestern auch gepangbackt. Pangi? Nee, der kommt da nicht raus. Oh, das nehme ich übrigens, das ist auch okay. Das ist auch okay. Wüstenkrieger gibt ja auch Skill-Ups für die anderen Wüstenkrieger. Hast du einen? Ich habe den in Feuer oder in Wind. Einen von beiden habe ich. Okay. Ich glaube in Feuer den. Und ich glaube, der in Feuer wurde jetzt auch gebufft. Und wenn er noch Skill-Ups bekommt, ich habe ja, also da bin ich halt super, also da würde ich halt eher so lange warten, bis ich alle Forsters habe, um die zu develn. Dann warte ich ja so lange, bis ich mich nutzen kann. Weil ich gar keinen Bock da Devilmons reinzustecken, wenn man 4-Sterne-Version ziehen kann von der Familie. Dann sind sie einfach zu Tode genervt worden. Ja, die wurden jetzt ja gebufft. Die werden auch noch, ich sag auch Safety, werden noch weiter gebufft. Also, vielleicht jetzt nicht der in Feuer, aber vielleicht der in Wind. Ach, keine Ahnung, die sehen alle nicht so doll aus. Auch der in Dunkel. Ich glaube, Hanselot hat ja den in Dunkel, den Bariek. Der ist ja auch komplett Müll. Ist nur ins Lager. Oh. Oh, ich hab schon gehofft. Ich hab schon gehofft, dass diesen Drecksroll kommt auch nix. Mann, Mann, Mann. Tja, du weißt ja. Hoffen ja. Und so tut man einfach nicht. So. Weiter geht's. Rein in die. Hey, aber immerhin ein Net 5. Ja, das ist unbefriedigend. Und dann auch ein Doppeltet. Aber ich glaube, ich würde den Jamir trotzdem verfehlen. Also keine Ahnung, doppelte Jamir-Tablo ist, glaube ich... Also ein doppelter Tablo hilft eher als doppelter Jamir-Tablo, glaube ich. Also zumindest nicht, weil du brauchst ja nur einen für die Weltarena. Und für Siege irgendwie... Ah, nee, sehe ich nicht. Sehe ich nicht kommen. Man muss ja wahrscheinlich die Dinger noch wieder ausskillen. Und was habe ich nicht? Der Mons. Also... Das wäre irgendwie noch cool, wenn man einfach so, wenn man doppelte Monster hätte, man einfach auch die Skill-Ups hin und her schieben könnte. Ja, wenn meine Familie so zu Tode genervt oder man die nicht mehr spielen will, dass man mal so ein bisschen durchtauschen kann. Ne? Aber ich fand da jetzt wenigstens schon gut, dass jetzt mit dem Event, dass man da jetzt wenigstens so ein Monster sich aussuchen kann, was man, oder zwei Monster, ein 4- oder ein 5-Sterne-Monster, was man komplett ausgehen kann. Und dass man die auch so durchtesten konnte, das war wirklich ein sehr geiles Event. Also. Was kommt jetzt? Legis? Jetzt machen wir die, macht doch die Witcher-Rollen nochmal erstmal und dann die Legis. Dann good luck. Good luck für Ladekreise. Das ist wieder eine Triss. Wasser? Wind? Wind, ne? Wind? Ja. Ja, und nochmal eine Witcher-Rolle. Let's go. Oh! Ladekreis. Und das ist Feuer. Das ist, glaube ich, ich kann es nicht erkennen. Mach mal. Perfekt. Feuer Geralt. Also, die haben schon 8-mal an dem Modell was geändert. Aber, also, das hätte für mich auch Wind sein können oder irgendwas anderes. Also, ja, Feuer Geralt. Den nehmen wir. Der ist geil. New! Das ist auch ein Dot-Monster, wieder eins. Endlich mal ein Premium-Dot-Monster. Sehr cool. New. Und neu. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ja, dann rein in die Legis. 8 Stück Hammer. 8 Stück Hammer, das ist Immensity. Den brauchen wir nicht. Hm. Warum nicht? Den brauchen wir nicht. Da hängt ja schon 8 Millionen von. Akia, Fusionsmonster. Du wolltest fusionieren. Weiter geht's. Was haben wir hier? Kakano? Nee. Covenant? Nee. Windsniper? Windsniper. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt, aber... Weiß ich auch nicht. Karabiner heißt er, glaube ich. Englisch Carbine.
Lapis braucht auch niemand. So, und jetzt rein in die letzten vier. Das sind übrigens alles von dem Turm der Prüfungen, glaube ich, die Dinger. Okay, deswegen auch Lapis. Weil die kannst du ja super als Anfänger im TOA verwenden. Wolltest du nicht was Gutes ziehen irgendwie? Ich habe dir gerade den Feuer Geralt und Liam gezogen. Und Carlos, den du haben willst. Ach, das sah gerade aus wie Liam. Nee, aber den habe ich trotzdem schon. Den habe ich alles schon. Aber der würde wahrscheinlich in LDs verfeedelt werden. Ja, würde natürlich verfeedelt werden in Devilmons. Aber man kann ja bloß drei, ne? Man kann keine Devilmons kaufen. Hast du nicht im letzten Patch mitbekommen? Oh, was ist da noch? Ah, Fire Theory. Okay. Aber cool, wir haben Geralt noch bekommen. Kurz vor Schluss. Sehr schön. Und jetzt geht's rein in die alle Attribute. Oder wollen wir die Trans schon aufmachen? Du hast eh kein Blessing und du wirst dir keins holen, ne? Nee. Dann machen wir die Trans auf. Na dann rin. Alle Daumen sind gedrückt, auch die kleinen Zehen. Alles drücke. Ich drücke alles. Nicht zu doll drücken. Ist immerhin schon mal kein Ladekreis. Ja. Oh Gott, ist das ein Fang? Ja. Das ist ein zweiter Fang. Das ist der dritte Fang sogar. Jetzt imagine, man hätte noch ein paar Bollwerks. Ich muss ehrlich sagen, die Belagerungskampfspieler, die freuen jetzt sich alle und sagen, ja, mehr Fangs. Aber ich denke mir halt so, also ich hätte lieber noch ein doppeltes Monster genommen, was ich wegfeeden kann. Aber du kannst Fang auch mit Leo zusammen in der Arena spielen. Da gibt es auch irgendein Team, was du gegen alles spielen kannst. Ja, aber da reicht ja ein Fang, da muss ich ja nicht drei haben. Ja, aber wenn du noch BK-Fangs hast. Ja, die sind ja aber gleich geruht, vermutlich. Das weiß ich nicht. Ich habe gestern nur dann jetzt in die LDs rein, Fang, ja. Ja, an die da meine ich, genau. An die alle Attribute für die LDs halt. Da kommen doch LDs raus, oder? Nein. Wieso nicht? Da kommt, ich weiß nicht, wie er heißt, raus. Aquila. Ja, das kam davon, weil du über ihn geredet hast. Ja. Übrigens, Ladekreis würde jetzt ja. Doch, würde noch kommen, ne, für LDs. Wir hatten jetzt nur Geralt. Es kommt noch ein Ladekreis für Wasser. Für Wasser? Wir haben noch kein Wasser an den Pfeif gezogen. Achso. Oder für Licht und Dunkelheit oder einfach nichts. Das ist nichts. Okay. Unspektakulär, aber gut, man kann jetzt auch nicht so viel erwarten. Zwei Net Fives haben wir bisher. Eins aus der Trans. Ne, drei Net Fives, ne? Drei Net Fives. Ja. Ja. Oh, weiß gar nicht, wollen wir die Kollabos? Du willst eigentlich Dark Siri und Lichtschiss haben. Ne, Lichtschiss. Achso, ja, Lichtschiss wäre geil, ja, aber es ist ein Eddie Net Five. Ne? Hau rein, komm. Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Ja. Du wolltest Dark Siri haben. Da ist sie. Okay, gut. Ja, jetzt sind wir zufrieden. An der Stelle sind wir zufrieden. Alles klar. Danke, schönes Opening. Danke an dich auf jeden Fall nochmal für die Glücksfinger. Alter, wie funktioniert das? Okay, erste Rolle Dark Siri, nehmen wir mit. Ja, jetzt kannst du machen, was du willst, mir egal. Also, was jetzt rauskommt, ist wurscht. Cool, Dark Siri, nice für BK. Du wolltest die haben. Kann man jetzt noch. Ich muss noch mal gucken, ob man in dem 4-Sterne-Event noch schnell die Skill-Ups ändern kann. Dann würde ich Dark Siri da reinpacken. Meine, wir haben zwar einige Series heute gezogen, aber safe wird das nicht reichen. Da müssen wir gleich noch mal schauen, dann mache ich aber dann nach dem Opening. Genau. Licht und Dunkelheit. Ich schätze mal, da kommt jetzt kein einziges Lightning mehr. Die sind ja so. Das ist wirklich Schmutz. LDR. Aber wobei, Dark Siri ist halt gut. Oh! Oh, Ladekreis. Und das ist Schmutz. Amana. Selbst sein Kollege in Dunkel wäre Schmutz gewesen. Also, den habe ich übrigens. Den habe ich auch schon. Kannst du nicht mal verfeeden, das Ding, ne? Oh, back to back. Was ist denn hier los? Oh Gott. Gargoyle. Aber es gibt auch ehrlich gesagt nicht mehr viele 4-Sterne-Monster, die irgendwie geil sind. Also, der Alter, was ist bei dir los hier gerade? Oh. Was, Chris war. Na gut, ich habe beide, glaube ich, nicht. Hieß neu, Bethany wäre es gewesen. Ja, aber neu. Was ist denn mit dir los? Beruhig dich mal. Alter, wie viele Lightnings waren das? Ey, der ist neu übrigens. Jetzt musst du den nicht aus der HOH nehmen. Ja, geil. Was ist denn da noch in der HOH? Willst du das nehmen? Weiß ich nicht. Ist jetzt auch egal, cool. Wir machen nochmal Lightning. Schade. Alter, das waren gerade 4 Lightnings hintereinander, oder? War das nicht 5? Nee, ich weiß es gerade nicht. Aber es war gerade mehr als mysteriös. Aber 2 neu. 3 neu, theoretisch. Ja. Chris und der Bomber, nice. Dover, ja. Jetzt habe ich beide Dover, lol. Perfekt. Ja, nice. Gehen wir nochmal in die Monsterbox. Was haben wir da alles drin gehabt jetzt in den LDs? Nochmal kurz zum Recap hier. Wir haben jetzt gezogen Dark Siri und dann hast du Amana. Also waren 4 hintereinander. Nee, 3 hintereinander. Genau. Nee, Amana, Gargoyle. Ach, der Gargoyle. Chris und also Dover. 4 Stück hintereinander. Das hatten kein Problem. Das hatten wir auch noch nicht.
Ja, cool. Geiles. Also kleines Opening, 700 Reun. Ich glaube, man kann zufrieden sein. Ich will mich nicht beschweren. Wir haben den Jamir, der fehlt da noch. Ne? Sind 400 Fives eigentlich. Ja. Jamir hast du rübergeschoben. Jamir werde ich wahrscheinlich verfeeden in Devilmons und ich werde jetzt keine ADs einlösen für Carlos oder sowas. Das heißt an der Stelle, unspektakulär wie ich bin, ich brauche halt die Devilmons. Das ist halt, ich kann jetzt nicht in ADs investieren. Außerdem, glaubst du auch nicht, nachdem wir 4 Lightnings hintereinander hatten, dass jetzt noch ein Lightning kommt aus 3 Rollen? Glaubst du dafür selber nicht? Ich kann auch Back-to-Back-Netfives in LD ziehen. Nein, sonst habe ich, letztes Mal habe ich LDs gemacht, dieses Mal nicht. Wir beenden das Ganze, ich sage danke fürs Zusehen. Wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, wo wir dann nicht bei mir öffnen, sondern bei meiner besseren Hälfte, wo es dann ganz sicherlich wieder so eine LD-Lightnings geben wird, dann guckt da auf jeden Fall mal auf dem Kanal rum. Lasst einen Daumen auf dem Video, wenn euch das gefallen hat und dann sehen wir uns einfach gemeinsam im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Tschüss.